Hallo, liebe Freunde der leichten Guten und seichten Abend. Truman Gute Gamers Nacht. Unterhaltung. Hey Nekro, was geht, Alter? Mit Rosen bedacht. Alles klar, ich hab keinen Bock mehr. warte mal, Chris, ich hab was für dich. Was hast du denn für mich? Was ist das? Was pfeift dich hier mit deinem komischen Spinnenauge da? Liebe Freunde, ich sage Hallo und guten Abend. Wir sind wieder gut gelaunt. Ihr seht es schon. Leute, ich sag's euch mit dem Nico, das kann man auch echt sein lassen. Ne? Das ist. Ja, oben Loot, unten Penner. Ja, zu Recht. Gleich mal alles reinscheißen hier. Reinscheißen? So. Oh. Ja. Ist hier jemand, der reinscheißt? Ist hier jemand, der reinscheißt? Ja. Der gute alte Simpsons-Gag. Ja, der beste, ne? Sag mal, wo ist denn hier eigentlich schon wieder ein Zombie, der hier rumkotzt? Ich raste gleich aus. Ja, was weiß ich. Alter, ich gehe jetzt erstmal hier auf Zombie-Jagd. Ich baue heute mein was. Mein Gott, Leute. Ich hab, Leute, Mensch, was geht denn eigentlich bei euch, Bros was und Broses? Boah, hier ist schon wieder Poolparty. Wie viele haben wir uns riesen netter Quarz? Eine Spinne ist am Start hier. Quarzblock. Und so ein altes Skelett-Drecksack-Schwein. Ja, mit dem scheiß Quarz. Hier. Oh, und ein Creeper! Nein! So. Kann der im Wasser eigentlich explodieren? Ja. Ja, aber hat keinen Schaden gemacht. Nö. Also wunderbar. Denn unser Pool hier ist aus Eisen. Na toll, wir können ja diese ganzen anderen. Es wäre eigentlich mal ein Versuch wert, so weit wie möglich zu laufen und das alles wieder neu spawnt, ob wir dann ob wir dann diese ganzen neuen Materialien haben, weißt du? Aber ich glaube, da müssen wir ellenweit laufen. Da musst du ellenweit laufen. Du weißt auch gar nicht, in welche Richtung, weil wir echt schon überall waren. Lieber Chris, ich habe jetzt hier mal ordentlich ein paar Schweine abgeschlachtet. Gleich mal zum Beginn der Folge. Ja, wenn da mal nicht schon gleich wieder. Ja gut, irgendwas ist ja immer. Denn folgendes, ich habe mir in unseren Kommentaren sagen lassen, an dieser Stelle liebe Grüße an die Sandy, dass meine Hühner immer despawnen, weil wir zu viele Viecher auf einem Quadratmeter haben oder was auch immer. Das kann durchaus sein. Ja. Auf der Konsolenfassung zumindest. Ja, kann sein. Vielen Dank für den Hinweis. Das möchte ich gerne ausprobieren. Deswegen habe ich jetzt ein paar von den Schweinen weggemacht und will jetzt mal gucken, dass ich hier dann irgendwie gleich wieder so ein Ei an den Start kriege. Oh, was denn? Und hoffe auf das nächste Huhn. Okay, ich mach das von hier. Ja. Wie bitte? Nix, ich überlege gerade. Hier so, so, so. Aha. Was ist das jetzt hier? Ein Dealer-Tisch oder was? Ah, das ist für den Crystal Meth Produktionsstätte. Liebe Leute, ich glaube, ich baue jetzt mal eine Brücke darüber. Ich mag diesen komischen Zementgang da nicht. Das ist mir irgendwie zu. Weiß ich auch nicht. Und am liebsten. Was haben wir hier noch? Das ist dir zu, weiß ich auch nicht. Ja, ist mir zu, weiß ich auch nicht. Wir haben hier noch ein bisschen Sandstein. Nehme ich auch noch mit. Ah, schauen wir mal. Sag mal, haben die jetzt hier eigentlich eine neue Musik-Flatrate eingebaut? Ich habe hier eine Musik auf dem Ohr, das ist ja Wahnsinn. Ich höre nur so ein scheiß Geplänkel. Ich hasse dieses Minecraft-Geplänkel. Klingt fürchterlich. Ja. Was muss ich da jetzt machen? Einfach mal die Fresse halten. Jetzt was jetzt? Fresse halten. So. So mach ich das. Gib mir den Zeiger hier. Wieso habe ich jetzt hier einfach die Kartoffel hier hingeschmissen? Ja, so viel weiß ich auch nicht. Kein Mensch. So, wie viel habe ich denn davon? Das wird reichen, glaube ich. Weißt du auch nicht, ne? Da muss ich. Was weiß ich so, nicht. So, weg.
Oben Loot, unten Penner. Ja. Ist wie es ist, ne? Ja. Oh, ey. So manchmal. Ja, liebe Freunde, die letzten Folgen waren ja relativ erfolgreich. Ne, was heißt erfolgreich? Also, Eben, was heißt erfolgreich? Ja, wir haben natürlich nichts Geiles gefunden im Nether in den letzten Folgen. Aber wir haben das ganz gut gemeistert da unten, finde ich. Wir sind so gut wie gar nicht draufgegangen. Wir haben da ganz gut gerockt. Aber der Loot war natürlich daneben. Das muss man ja mal sagen. Ja, das stimmt. Der Loot war echt für einen Fuß, eher gesagt, ne? Warum sieht denn das für, so komisch aus? Wolffuß? Käsefuß, Alter. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, der war schlecht. Wahrscheinlich kennt unser Chris noch nicht mal Wolffuß. Ja, wahrscheinlich nicht. Nee. Nee. Ist aber auch nicht schlimm. Chris hat nämlich mit Sport generell gar nichts am Hut. Das kann man ja auch noch mal, das kann man ja mal so sagen hier. Das stimmt überhaupt gar nicht. Nur weil du hier einmal in der Woche Fußball spielen gehst, ne? Bist ja auch nicht so die Sportskanone, ne? Oh, aber so ja, hier. Moment. Oh, verdammt. Moment. Erstmal gehe ich zweimal pro Woche Fußball spielen, ja? Das ist ja Punkt 1. Und Punkt 2 gucke ich 20 Mal pro Woche Fußball. Ja. Mit einer Kanne in der Hand, ey. Na gut. So. Ich fahre Fahrrad, ich gepumpt, ne, 30 Kilo, 100.000, 50 Kilo. Ne, ja. Ja, alles klar. Pump up the jam, Alter. Alter, geiler Song, ey. Pump up the jam, pump it up. Was machst denn du jetzt hier eigentlich, sag mal? Ich baue hier eine Brücke, Alter, siehst du doch, ey. So. Und jetzt kommen wir langsam wieder runter, glaube ich, ne? Wie viele Blöcke braucht ihr denn? Sieht immer richtig scheiße aus. Wie viele, was mache ich denn hier überhaupt? Wie viele Blöcke braucht ihr, um runterzukommen? Eins, zwei, drei Blöcke oder was? Ja, drei Blöcke. Wie viele haben wir hier? Ja. Eins, was soll ich? Der kriegt schon wieder. Aber hier brauche ich mehr. Okay. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr Bier. Kennste? Kennste. Natürlich, das ist. Kennste, Kickste? Kick mal. Kennste, Kickste. Sag mal, folgendes jetzt überhaupt hier, ne? Ich muss ja gestern, musste ich mich ja schon wieder aufregen. Wer hat dich geärgert? Disney. Ach. Hat er dich angerufen oder was? Hat gesagt, ey, Negro? Der hat mich angerufen und hat gesagt, ey, Negro, hier, ich weiß ganz genau, ihr verdammten Wichser, ihr wartet händeringend auf Episode 8. Das, und ich kann euch sagen, es soll nicht nur anderthalb Jahre dauern. Nein, es soll 2 Jahre dauern. Wir verschieben einfach mal den Starttermin von Episode 8. Haben sie nicht gemacht, oder? Haben sie gemacht. Denn jetzt heißt es 15. Dezember 2017. So, ah, geil. Ja. Ich meine nicht, dass jetzt April oder Mai 2017 auch gerade um die Ecke wären. Und ob man jetzt anderthalb Jahre wartet oder 2 Jahre wartet, gut. Aber ich glaube, wenn es soweit ist, dass man jetzt sagt, guck mal, jetzt ist Mai, jetzt könnten wir theoretisch ins Kino gehen und dann heißt es, wir müssen noch ein Jahr warten. Naja. Nein, nicht ganzes Jahr, ein halbes Jahr natürlich. Ja, das ist natürlich lame, ne? Ja. Das ist lame. Das heißt also, man release den Film tatsächlich genau 2 Jahre nach dem anderen. Das ist schon eine ganze Menge. Ja, und das ist schade. Weil ich ja glaube, dass die irgendwelche. Ja. Ich glaube, die hauen noch irgendwelche Zwischendinger raus. Irgendwelche Zwischenfilme. Ja, es soll doch dieses Rook kommen, oder nicht? Star Wars Rook oder wie auch immer das heißt? Ja, genau. Da siehst aber du. Da bin ich völlig uninformiert, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist doch gut. Ich weiß gar nicht, ob das sich überhaupt lohnt. Ist das überhaupt irgendwas oder ist das schon wieder irgendeine Geldmacherei? Na, das ist so eine Zwischengeschichte halt, ne? Irgendwie, keine Ahnung. Mehr weiß ich auch noch nicht. Halt immer nur das, was man so liest, ne? Ja, das stimmt. Also ich habe aber, ja gut, ich habe noch nicht wirklich viel gelesen, muss ich dazu mal sagen. Ich wundere mich, dass du überhaupt gelesen hast, aber ja. Also solche Sachen lese ich schon. Das sind ja auch nur kurze Absätze im Internet, das lese ich. Sobald es aber 2 Seiten hätte, wäre es vorbei. Ja, du hast dann Schicht, ne? Kenne ich. Ich esse dann mal eine Kartoffel gerade.
Redstone. Also könnte man natürlich auch hier hinbauen, ne? Also das ist auf jeden Fall die unproduktivste Folge, die ich hier je gemacht habe. Warum machst du denn nichts? Mach doch Ich mal laufe hier was. nur rum, mache ein paar Creeper kaputt, unterhalte mich mit dir, gucke, was du Nö. so machst. Das ist ja immerhin, ne? Oder? Ja, ist doch auch was, ne? Jo. Oder? Ist da Jo. was? Jo. Wunderbar ist das so. Bist du betrunken oder was? Soll ich ehrlich sein? Ja. Ja, vielleicht ein bisschen. Das frage ich eigentlich auch. Also das mit dem Ei hat hier übrigens gerade nicht geklappt. Nochmal dazu. Was habe ich denn hier gemacht? Das ist ja völliger Quatsch. Okay, dann bauen wir das hier mal zu. Ja, liebe Leute, also das dazu, das hat mich schon mal diese Woche aufgeregt. Und was hat uns sonst so aufgeregt, Chris? Das gleiche, was mich jeden Tag aufregt. Ich glaube, das heißt Arbeit. Nein, Das machen wir auch bald nicht mehr. ich war ja heute auf so einer tollen Messe in Hamburg. Oh, geil. Hab mir wunderschöne Dinge angeguckt, Wow. die ich mir wahrscheinlich niemals leisten kann. Aber es war sehr informativ, sage ich mal. Aber du hast sie gesehen. Immerhin, ne? Ja. Schöne Dinge, schöne Dinge, Und schöne, Hamburg ist schöne. ja auch noch eine ganz nette Stadt. Ja, eben. Ja. Muss man auch noch sagen, nicht? Also von daher lohnt sich das ja. Boah. Nee, es war schon ganz So ein nett. bisschen auf jeden Fall. Das war schon ganz nett. So, ich habe keine Kartoffeln mehr. Kartoffeln hast du nicht mehr. Das heißt, ich muss jetzt gleich mal in den Keller gehen und was zu essen holen. Also ich verstehe diese Brücke immer noch nicht. Hey, jetzt warte doch mal ab. Hast du eine Schaufel? Haben wir eine Schaufel irgendwo? Muss erstmal ein bisschen sauber gemacht werden da oben. Ich wollte vor allen Dingen auch mal wieder was bauen, nicht immer nur dieses Rumgefarbe. Ja, was heißt hier? Was heißt meine Schaufel? Wir müssen mal sauber machen. Da musst du mal einen Besen mitbringen. Ein Besen oder was, ey? Ja, guck dir doch mal diese Brücke an, die du jetzt gebaut hast hier. Die ist aus weißem Stein, Alter. Da kannst du doch jeden Tag putzen und schrubben. Wenn es hier Das. einmal regnet, sieht das Ding aus wie Scheiße. Ach. So. Du bist gleich schon wieder so auf Antikurs, ne? Ja, weil ich kenne dich doch. Du weißt doch gar nicht, wie ein Schrubber aussieht. Klar weiß ich, wie ein Schrubber aussieht. Du weißt nicht, wie ein Schrubber aussieht. Natürlich weiß ich das. Du weißt gar nichts, weißt du. Nehmen wir das mal Alles hier hin. klar, ich Gut. gehe weg. Nee, aber was wir brauchen, wir müssen doch mal uns überlegen, wie wir hier überhaupt mal weitermachen. Ja? Weil du Ja, ich läufst laufe die jetzt hier. ganze Zeit im Kreis hier. Ja, eben, du läufst die ganze Zeit nur rum, bist völlig unproduktiv, lieber Nico. Ja. Was soll das denn? Ich halte den Rücken frei hier, dass sich die ganzen Zombies nicht angreifen. Hier ist zum Beispiel wieder ich könnte ausrasten. Was mal, hat wir schon irgendwer was kaputt gemacht bei uns? Ja, ich bin jetzt wieder produktiv und muss es mal reparieren, was der Creeper gerade kaputt gemacht hat. Wunderbar. Aber, mein lieber Freund, ich gebe dir absolut recht. Das müsste mal wieder ein bisschen produktiver werden. Hier, wir müssen mal wieder was bauen. Wir müssen mal was Geiles bauen. Denn hier passiert? Ach Mann, ey. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal wieder was bauen. Das ist ja. Ne? Ist ja sonst total boring, ey. Bowing quasi. Da schmeiß ich mal da Mega rechts so eine Bowing. Fackel rein. So und so. Dann bauen wir da wieder hier diese Lampen hin. Ja, Lampen an. Zack. Was ich eigentlich ganz cool fand. Liebe Freunde, während ich hier repariere, gebe ich euch mal einen Rat. Schaut mal auf twomadgamers.de. Das Genau, sind da könnt ganz ihr auch mal dufte vorbeischauen. Typen. Hört coole Typen, richtig coole Typen. Also richtig Coole dufte Boys. Typen, die machen ziemlich viel Blödsinn. Also das können wir nur empfehlen. Kann ich nur empfehlen. Kann Also man nur empfehlen. eigentlich machen wir relativ wenig, aber nein, das stimmt nicht. Nö, also in letzter Zeit geht es da eigentlich ganz gut ab. Da gibt es also einige Let's Plays, die ihr euch mal angucken könnt. Da geht es auf jeden Fall. Das denn hier? Aber für heute sagen wir auf Wiedersehen und sagen bis morgen. Vielleicht ist der Nico dann wieder produktiver.